Hey und willkommen zu einem neuen Video und heute gibt es mal wieder etwas Spezielles, denn wir versuchen mal eine Sniffer-Farm zu bauen. Und mit der Sniffer-Farm bekommen wir hoffentlich automatisch und unendlich von den neuen Blumen, genauer gesagt von den Seeds davon. Und ihr seht, daraus können diese wunderbaren Torchflowers werden. Man kann die Torchflower-Seeds bekommen. Und wenn man allerdings nicht warten möchte, dass ein Sniffer gelegentlich mal buddelt, was ausgräbt oder die selbst vermehren möchte, kann man ja einfach massig von den Seeds automatisiert farmen, die dann einfach anpflanzen, ernten, hat man die Blumen auch. Es gab ein paar Fragen zu den Blumen, ob die unter anderem leuchten, weil das sind ja Torchflowers oder so. Ich bin mal hingegangen und bin mal hier drüber gelaufen und ihr seht beim Lichtlevel, wir haben nur das Sky-Lichtlevel, nicht kein Block-Lichtlevel. Das heißt, die geben kein Licht ab. Aber ich glaube, im Feedback-Formular von Mojang ist das schon gelandet. Kann also sein, dass sich das vielleicht im zukünftigen Snapshot ändert, wenn die auch die Idee cool finden. Aber fürs erste Torchflower rein dekorativ mit nicht wirklich viel mehr drin. Mit Knochenmehl kannst du es wachsen lassen, aber du musst erstmal in die Seeds kommen. Und da schauen wir mal. Ich würde auch übrigens ganz kurz was testen. Kriegt man denn, wenn man diese Torchflower abbaut? Nein, schaut mal. Man kriegt keine Seeds wieder raus. Du kannst einen Seed nur kriegen, wenn du die im unreifen Zustand abbaust. Aber wenn du also viele Blumen davon haben möchtest, dann musst du auch viele Seeds bekommen, um anzupflanzen. Das geht nicht so mit Bone Meal, dass man sich hier massig Seeds vermehren kann, zusammen mit der Blume, die am Ende rauskommt. Und das ist interessant. Das hat so keine andere Blume, glaube ich. Sogar die großen kannst du mit Bone Meal einfach vermehren. Rechtsklick drauf, die kannst du nicht mit Bone Meal vermehren. Und auch die Seeds kannst du nicht vermehren, wenn du es abbaust. Da droppt immer nur die Blume und das ist interessanter Zeit. Du musst ja nicht nur auf jedes Feld machen, was geht, sondern kannst auf Gras setzen, so weiter und so fort. Und Blumentopf, das haben wir gesehen. Aber wie kommen wir denn jetzt an massig Seeds, am besten automatisch gefarmt dran? Das seht ihr jetzt in diesem Video, deswegen ist wieder hoffentlich ein interessantes Thema. Abwart. Die Farm sollte vom Aufbau recht einfach werden. Ich habe jetzt einfach mal drauf losgelegt. Ich habe jetzt nichts irgendwo vergleichbar gesehen oder so. Ich habe nur Folgendes mir gedacht beim Snapshot. Das geht doch relativ chill, wenn man das ein bisschen so wie die Schafsfarm macht, nur noch mal in einem einfachen Format. Und dazu müssen wir erstmal F3B uns die Hitbox anziehen. Zeigen lassen von so einem Sniffer natürlich. Und die ist 2x2 ungefähr, ne? Ich würde aber 3x3, glaube ich, als Gehege machen. Übrigens, das hier hinten ist auch noch was anderes. Kleiner Teaser für vielleicht ein zukünftiges Video. Man kann Rechts- und Linksklick-Detection machen. Man kann große Custom-Hitboxen jetzt erstellen, Interactions-Boxen, um den Rechts- und den Linksklick eines Spielers zu tracken. Über Advancement am besten geht das auch noch irgendwie. Das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Ich kann Custom-Größen an Hitboxen, das ist nochmal ein ganz, ganz groß anderes Thema. Aber heute geht es rein um die Farm und dann lege ich einfach mal los. Und ich glaube, das Allersimpelste ist, wenn ich jetzt hier oben einfach mal im 3x3-Format hingehe und einfach mal eine Grasfläche baue. Da packe ich jetzt Glas dran, denn wir wollen mal seitlich immer reingucken, wie das denn aussieht. Und dann fahre ich einfach mal außen rum. Ich baue das auch gerade zum ersten Mal, ja. Ich habe das nicht vorbereitet, aber ich bin mir relativ sicher, dass wir da gut hinkommen. Ich habe keinen Optifine drin, deswegen haben wir keine Connected Textures an. Und ihr seht jetzt hier das Glas ziemlich rausstechen. Im Snapshot gibt es halt jetzt kein Optifine. Oder ich habe halt nicht nachgeguckt, auf welches es gibt, aber ich ziehe mir nicht für den Snapshot extra neues Optifine. Naja. Dann als nächstes, was wir noch nicht wissen, zumindest im aktuellen Zeitpunkt, wo ich das Video mache, wie man dann diese Sniffer, tut mir leid, ich finde den Wortwitz witzig, wie man diese Sniffer rankommen. Du musst Eier finden, die kannst du aus Suspicious Sand rauspinseln. Da gibt es auch nochmal ein geiles Thema, was ich noch demnächst mal zeigen muss. Und dann, kannst du dir die Sniffer ziehen. Ich weiß gar nicht, ob, ich glaube, die wachsen auf. Kann man einen Baby-Sniffer schon machen mit Command? Das müsste ich mal ausprobieren. Weil, ich glaube, das hat man so bei noch keinem gesehen. Kann ich mit Commands Babysniffer machen? Okay, Entwarnung geht noch nicht. Kann ich noch nicht einstellen. Also wenn ich beispielsweise mir einen Baby-Zombie holen will, dann kannst du das mit dem NBT-Tag is Baby machen. So, dann kriegst du einen Baby-Zombie. Wenn ich das aber umtausche zu einem Sniffer is Baby One, dann gibt es einen großen. Also es wird noch nicht zwischen Erwachsenen und Babysniffern unterschieden. Wie gesagt, wir sind gerade auf Snapshot 23.07a. Ich wollte trotzdem schon mal loslegen, mal gucken. Oh, aber kleine Entwarnung, ich habe es geschafft, die zu paaren mit den Torchflower Seeds. Kann man die paaren und dann kommt ein Baby-Sniffer raus. Da würde ich aber auch eigentlich zu gerne gleich mal reingucken, mir die Daten ziehen. Aber das ist interesting, zwei Big Sniffer Torchflower Seeds, die müssen jetzt halt nur noch zueinander finden hier, ne? Und dann habe ich auch gerade Advancement bekommen und die sollten, zack, Sniffer in Mini-Versionen machen, das hilft doch schon mal. Wir gehen mal davon aus, dass wir jetzt also massig
Sniffer kriegen und irgendwie reinschieben. Und leider hat das nicht so ganz geklappt. Mann, warum muss das im Glas sein? Der hängt jetzt so halb draußen. Ich probiere es nochmal. Am besten gegen einen Erdblock oder einen soliden Block. Ist das denn so schwierig, die irgendwie hier reinzukriegen? Oh mein Gott, ich krieg die hier nicht wirklich gut rein. Die Hitbox von denen ist so groß, dass man die nicht vernünftig in die Kiste reinkriegt hier. Die einfachste Methode, um wieder reinzutüten, ist einfach unter mir welche beschwören. Ja, die Kunst ist jetzt einfach. Stapeln wir mal da so viele rein, wie es geht, ne? Einfach ein schönes, kleines Gehege, wo automatisch Hackfleisch drin gemacht wird, weil zu viele Mobs drin sind. So, jetzt stelle ich schon durch Max Anti-Gramming. Man kann ein größeres machen, wenn man das unbedingt möchte, aber ich halte sie erstmal klein. Und Leute, ich werde mal Folgendes testen. Ich tue mal die Torchflower Seeds, die ich besitze, raus und alles weitere, was jetzt gerade keine Miete zahlt, ebenfalls. Wir schauen mal ganz kurz, was hier zusammengekommen ist und... Ich meine, ich hätte gerade schon Seeds gesehen, weil sich der eine oder andere hingelegt hat. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Und jetzt muss da ein Sammelsystem drunter. Weil ich glaube, ich kann sogar vielleicht mal... Geht das jetzt besser? Ich meine, die hätten sich schon hingelegt. Wir gehen einfach mal hin, machen die Fläche so zu und hoffen, dass sie Stück für Stück was ausgraben. Ich habe ein bisschen Zeit vergehen lassen und ich habe 5 Seeds gekriegt. Das haut hin. Ich habe ein bisschen experimentieren müssen, weil ich war mir nicht sicher, ob die Sniffer überhaupt in der stehenden Position Seeds ausgraben können. Ob da genug Grasfläche zur Verfügung ist oder ob ich das Gehege ein bisschen größer machen muss. Aber guck mal, da gräbt gerade einer schon was aus. Wenn man sich ein bisschen Zeit nimmt, dann geht das. Die reicht vollkommen aus, wenn die auf einer Stelle stehen. Da habe ich jetzt noch einen weiteren gekriegt. Ah, schön. Also die Sniffer, die würden jetzt hier ohne Ende Seeds wohl, so wie es aussieht, produzieren. Und ich habe mal in die Daten von denen reingeguckt. Dann seht ihr hier oben Brain Memories. Dann habt ihr einen Sniff-Cooldown. Also der kann nur einer gewissen Anzahl oder eine gewisse Anzahl dann häufig halt schnüffeln. Und dann gibt es noch Minecraft Sniffer Explored Positions und dann eine Value und dann sieht man eine Koordinate, die da zuletzt praktisch geschnüffelt hat. Und mein Gedanke war zuerst, ich war mir nicht sicher, ob das funktioniert, wenn man die einsperrt, dass die immer wieder neu schnüffeln, ob die sich wirklich bewegen müssen und eine andere Koordinate ausprobieren müssen. Das war nochmal interessant. Aber das wird gespeichert. Die letzte Koordinate, wo der geschnüffelt hat, wird gespeichert, etc. So, ist in der Zwischenzeit was Neues reingekommen? 7, ja, da ist wieder was Neues. Oh mein Gott, 10. Die Items quetschen sich an die Ecke. 10. So, jetzt kommt noch was rein. Und das Einzige, was wir jetzt eigentlich machen müssen, ist ein Sammelsystem und drunter. Und das geht am allerbesten mit Minecarts und Rails unten drunter, die einmal hier durchgehen. Das Hopper-Minecart sammelt alle Items ein, die sich hier oben auf der Grasfläche liegen, befinden. Ich habe das Teil einmal hier komplett abfahren lassen. Und ihr seht, es sind jetzt, also ich habe die auch nochmal reingelegt und in einen 15 Seeds sind bereits schon drin. Und jedes Mal, wenn oben ein neuer droppt, dann wird er auch sofort hier runtergezogen. Was wir jetzt ausprobieren können, was ich bisher noch nicht getan habe, ist Folgendes. Man könnte hier unten Matt nehmen anstatt Gras. Ich weiß nicht, ob die Sniffer auch aus Schlamm was ausgraben können oder ob es Grasblöcke sein müssen. Meine Theorie ist... Zumindest erstmals. Ich hätte es jetzt mal vermutet, dass sie nur auf Gras was ausgraben können. Matt hätte den Vorteil, wenn wir den setzen würden. 16! Let's go. Hätte den Vorteil, dass wir die Minecart-Strecke sparen können. Da können wir einfach hier unten drunter, wenn das hier 5x5 fällt, 5x5 ist, 25 Hopper klatschen und einfach eine Kiste führen und fertig. Und immer wenn wir es brauchen, gehen wir ran, holen wir was. Dann könnten wir uns das Minecart sparen. Minecarts bleiben gerne mal hängen. Wie ihr ja Bescheid wisst, auf Server, bei Restart, etc. Dann kann es sein, dass man hier manchmal neu anschubsen muss. Aber aktuell ist es auch nicht mehr so schlimm, wenn Minecart, by the way, kaputt geht. Ne? Aber könnt ihr es hier mal gucken. Ich weiß nicht, ob wir das hier unten hinkriegen, auf einer Rail, so. Wenn man nämlich seit neuestem, by the way, einen Minecart abbaut, einen Hopper-Minecart, dann droppt das als Hopper-Minecart. Nicht in Minecart und Hopper einzeln getrennt, das wird nicht mehr gesplittet, sondern du kriegst endlich ein ganzes Hopper-Minecart wieder zurück. Das heißt, das ist noch ein bisschen angenehmer vielleicht als Lösung. Ja, okay, sonst kein weiterer Block, aber das ist praktisch Variante 1. Es ist so simpel, wie man sich es nur vorstellen kann. Macht einen großen Käfig, schmeißt da so viele Sniffer rein wie möglich, unten vielleicht Gras, also deswegen so dieser Schafsansatz. Ihr braucht keinen Dispenser mit einer Schere, der die schert, einfach einen Minecart, was unten entlang fährt, alles einsammelt, immer wenn die sich oben platzen und ihren Sniff-Cooldown runtergelaufen haben. Ich vermute mal, der liegt, keine Ahnung, bei ein paar Minuten, vielleicht 17, yay! Bei der einen oder anderen Minute wird er wahrscheinlich liegen und dann resettet sich das wieder und dann kommt auch wieder was rein.
ihr könnt sogar einen einzelnen einfach einspielen. Ihr müsst gar nicht mal so viele reinklatschen, damit es halt nicht so laggt. Ne? Ihr seht, wie viele... Okay, ne, Hitboxen sieht man gar nicht so gut. Es müssen noch nicht so viele sein. Ich habe es mal für mein Testvideo so viel reingemacht. Ich habe nicht viel geschnitten jetzt hier. Einfach mal so ganz leicht, locker, flockig. Probiert, wie es funktioniert. Probiert, wie es geht. Ich gucke in die Sniffer rein, was so geht. Übrigens, der Warden hat auch ein Brain mit Memories und so weiter und so fort, ne? Und der Sniffer als neues Mob hat auch ein Brain mit Memories, wo der Cooldown von dem Teil drin ist und die Position, wo der zuletzt geschnüffelt hat und so weiter und so fort. Und noch jede Menge andere NBT-Daten, die irgendwie komplett unnötig gerade zu wissen sind. Wie viel Leben der hat? Er hat bei 8 Leben, ne? 8 Leben, das sind doch, ist damit 8 Herzen gemeint? Ja, 8 Herzen, nee. Doch, der hat 16 HP, also 8 Herzen hat er. Hat keine 10, wenn ich das richtig gerade rauslese. Ja. Auch nochmal gut zu wissen. Ich bin gespannt, wie man die Eier kriegt, aber ansonsten war es das. 18, let's go! Ihr habt damit jetzt einen unendlichen Vorrat von dem Zeug. Ihr müsst das Ganze nur noch anpflanzen und dann könnt ihr die Blumen ernten. Anderweitig kriegt ihr die, könnt ihr nicht vermehren, außer ihr kriegt jedes Mal vom Sniffer was und da ist es schön, ein Sniffer-Gehege zu haben, wo ein Hopper-Minecart an Langpferden das eintütet. Alle Details zu den neuesten Snapshots, die rausgekommen sind, gibt es auf meinem Kanal. Falls ihr es verpasst habt, Snapshot-Vorstellungen sind online. Schaut da mal rein, auch in die Playlist. Dort gibt es alle Snapshot-Vorstellungen nochmal wunderbar aufgelistet. Falls ihr neu seid, gerne den Kanal abonnieren, dann verpasst ihr nichts und ein Like für den lieben YouTube-Algorithmus, wie immer wahnsinnig lieb. Wir sehen uns. Bis demnächst, lasst krachen und ciao, ciao.